Hallo und herzlich willkommen in der Comicbude. Ja, heute starten wir gleich aus der Vogelperspektive, denn bei dem Buch, das ich euch heute vorstelle, hat alles andere keinen Sinn, denn das Buch ist so groß und schwer, dass es vom Handling gar nicht anders möglich wäre. Und es handelt sich um The History of EC Comics von Grant Guisman. Und das Ganze ist beim Taschenverlag erschienen, ist mein erstes Buch aus dem Taschenverlag und die Erwartungen waren recht hoch. Das Ganze hat nämlich auch einen ordentlichen Preis und ich kann schon mal sagen, meine Erwartungen wurden bei weitem übertroffen. Das ist so ein gigantisches Werk. Es kommt in diesem Umkarton nochmal, also ist wirklich schon mal, da von daher schon mal sehr, sehr edel und ihr wisst, ich bin ein absolut bibliophiler Mensch. Deshalb habe ich natürlich eine wahnsinnige Freude an so einem Buch. Und jetzt hole ich es mal raus. So, da haben wir hinten auf den. Ihr seht schon, das ist wirklich schwierig, das mit der Kamera einzufangen, von der Größe her. Hier haben wir auf den Seiten abgebildet, was hier so für Comics, um was es für Comics hier ist. Es geht um unter anderem das legendäre Tales from the Crypt, Weird Science. Schock-Suspense-Stories. Und hinten drauf haben wir dann auch nochmal aufgedruckt: The History of EC Comics. Ja, und das ist dann das eigentliche Buch. Eben das auf der Seite, auf dem Spine auch nochmal das gleiche abgedruckt. Und hinten haben wir dann nochmal ein schönes Backcover. Und. Es ist wirklich ein gigantisches Teil. Wir haben einen richtig, richtig dicken Schutzumschlag. Also habe ich auch noch nie gesehen bei so einem Buch. So einen dicken Schutzumschlag. Dann haben wir einen schönen Leineinband mit so einer Prägung. Man kann es auf dem Video leider nicht so richtig erkennen. Aber es ist wirklich wunderschön gemacht. Und auch auf dem Spine haben wir nochmal eine Prägung. Die sieht man leider auch nicht auf dem Video. Das konnte die Kamera leider nicht so richtig einfangen. Dann hier ein tolles Vorsatzpapier mit Covern. Das Ganze hat auch richtig dickes Papier. Also ist schon sehr, sehr wertig und ist für mich jeden Cent wert. Ich habe lange damit gehadert, mir dieses Buch zuzulegen. Denn es ist, wie gesagt, doch recht preisintensiv. Aber ich bereue den Kauf nicht, denn es ist wirklich jeden Cent wert. Dann haben wir hier den Inhalt. Zum einen hier die Anfänge. Angefangen hat ja EC Comics mit so Educational Comics und Bible Comics, also Bibelgeschichten. Wo es dann später so Horror, Crime, Kriegscomics etc. übergegangen sind. Bis dann der Comics Code eingeführt wurde, wo dann solche Comics ja gar nicht mehr veröffentlicht werden durften. Also Comics, bei denen Sex, Gewalt, Horror eine Rolle gespielt hat. Und das war natürlich dann auch der Untergang dieses Verlags leider. Und ihr seht hier schon ein tolles Cover und Wahnsinn. Und hier sind bereits die erwähnten Bibelcomics. Und ich muss schon sagen, die Zeichnungen sind für diese Zeit schon sensationell, wie ich finde. Dann haben wir hier die Anfänge. Hier wird auf die Comic-Geschichte dieser Zeit allgemein ein bisschen eingegangen. Famous Funnies. Das Ganze ist natürlich auf Englisch. Meistens liegt bei den Taschenausgaben nochmal so ein Begleitheft dabei, wo eine deutsche Übersetzung dabei ist. Das war jetzt in diesem Buch nicht der Fall. Stört mich persönlich jetzt aber auch nicht so wahnsinnig. All American Comics. Und das ist ein richtig tolles Teil zum Schmökern. Es ist natürlich vorwiegend ein Sekundärwerk, Sekundärliteratur, aber wir haben ja auch ein paar Comics komplett abgebildet, ein paar so Comics, die nur ein paar Seiten gehen, sind hier auch komplett abgedruckt. Wir haben sehr viele Originalseiten hier drin.
ja, Big Business, also in einem riesigen Format. Absoluter Wahnsinn. Ich habe bei diesem Buch ja wirklich gerade Probleme, dass ich nicht weiß, wo ich es hinstellen soll, weil es einfach so groß ist. Es ist wirklich der Hammer. Es ist wahnsinnig schwer. Also damit kann man auch Fitnesstraining machen. Ich glaube, das ist mit Abstand das schwerste Buch, das ich in der Sammlung habe. Ich glaube, es wiegt so um die 6 Kilo. Also ist schon ordentlich. Und ich werde es im großen Teil, glaube ich, jetzt ein bisschen die Bilder für sich sprechen lassen. Hin und wieder werde ich auch was dazu sagen. Also, ihr seht hier wieder eine Originalseite im riesigen Format, richtig toll. Ja, hier einen der erwähnten Comics, die hier komplett abgedruckt sind. Das Ganze ist so eine 8 Seiten lange Geschichte. Child of Tomorrow. So eine dystopische Geschichte. Wir haben auch ein richtig dickes Leseband hier dabei. Also da bleiben wirklich keine Wünsche offen. Viele tolle Farbfotos. Weird Science, auch ein legendäres Comic. Und dann War is Hell, Kriegscomics, die ich bereits auch schon erwähnt habe. Und halt wie viele, viele Originalseiten. Sämtliche Cover von EC wurden hier abgedruckt. Also das ist für Comic-Fans ein absolutes Fest, dieses Buch. Das ist wirklich, ich bin wirklich, ich kann es nicht mehr wieder sagen, ich bin absolut begeistert. Meine Erwartungen wurden bei weitem übertroffen. Von Kriegscomics muss ich sagen, da habe ich gar keine Ahnung. In Comics beschäftige ich mich nicht mit Krieg, also in der Realität muss man sich leider ein bisschen damit beschäftigen, gerade in der derzeitigen Situation. Deshalb brauche ich das nicht noch in Comics bei meinem Hobby. Aber sowas gab es halt auch. Oder gibt es immer noch, denke ich. Und ich muss aber sagen, ich bin immer überrascht, wie weit diese Zeichnungen ihrer Zeit voraus waren bei EC. Natürlich ist der Druck. War der Druck in der Zeit nicht der allerbeste? Da musste man natürlich Abstriche machen. Da hatte man nicht die technischen Möglichkeiten wie heute. Und das ist so ein richtig, richtig schönes Coffee-Table-Book. Also im Bett kann man sowas nicht lesen, das ist unmöglich. Also da hat man dann doch Schmerzen am nächsten Tag in den Armen, wenn man das versucht. Und Mad Magazine, das ist auch von aus EC hervorgegangen. Und immer wieder halt ganz, ganz tolle Abbildung. The World of Horror dürfte vielleicht dem einen oder anderen auch was sagen. Hier auch nochmal ein Comic komplett abgedruckt. In Schwarz-Weiß die Originalseiten und koloriert. Weird Science. Oh ja, und immer wieder. Tales from the Crypt. Absolute Legende. Da kennen vielleicht auch viele von euch. Die Zeichentrickserie oder die Realserie, diesmal gab es die Real-TV-Serie. Ich weiß gar nicht, ob das mal auf Deutsch mal erschienen ist, Tales from the Crypt als Comic. Vielleicht mal in den 90ern oder so, meine ich mich an irgendwas erinnern zu können. Bin mir aber nicht sicher. Im Zuge der Zeichentrickserie oder so.
hier Confessions Illustrated, also Romantik-Comics für Erwachsene oder hier Crime Stories. Also wer sich noch ein bisschen für Comic-Geschichte interessiert, dem kann ich das Ganze trotz des happigen Preises empfehlen. Und ich muss sagen, für das, was es ist, ist es auch eigentlich nicht mal so teuer, finde ich. Das ist ein riesiges Überformat, ist wahnsinnig dick. Man hat wahnsinnig dickes Papier. Und wie anfangs bereits erwähnt, das ist mit Abstand der dickste Schutzumschlag, den ich je hatte bei einem Buch. Also das ist wirklich kein billiger Mist, den man hier geboten bekommt. Ja, hier haben wir die ganzen Cover von EC. Wie sieht es denn bei euch aus? Seid ihr auch Freunde von solchen Sekundärwerken? Oder sammelt ihr tatsächlich nur Comics oder eben auch so comicgeschichtliche Werke, wobei wir natürlich hier auch ein paar Comics drin abgedruckt haben? Aber hauptsächlich geht es natürlich hier um die Geschichte des Ganzen. Und ich finde sowas immer interessant. Und das sind auch so eine Art Bücher, die man immer wieder vorholt, um darin zu schmökern, sich dann einfach an diesen Bildern zu erfreuen. Das ist der absolute Wahnsinn. Ist eins meiner, jetzt schon eins meiner absoluten Schmuckstücke in meiner Sammlung. Es ist einfach wunderschön. Und hinten drin haben wir auch nochmal Vorsatzpapier. Auch nochmal, sagt man, wenn es hinten drin ist, auch Vorsatzpapier, ich glaube, das habe ich schon mal gefragt in dem Video, keine Ahnung, weil irgendwie hört sich das komisch an, wenn es dann hinten drin ist. Aber ich bin auch, okay, dann sind wir schon durch. Ja, hallo Freunde, ich bin's nochmal. Ich habe mich hinten raus ein bisschen verplappert, deshalb habe ich es dann versäumt, mich rechtzeitig zu verabschieden. Das wollte ich mir aber nicht nehmen lassen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch Freunde von solchen Büchern seid oder vielleicht, ob das dieses Werk vielleicht auch in der Sammlung hat. Wie gesagt, ich bin absolut begeistert und sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.